Nach dem Riesenerfolg des Hyundai i30 N bekommt nun auch die kleinere Version, der i20, das berühmte N, verliehen. Das N steht für Namyang, das ist das Forschungszentrum der Koreaner und auch für Nürburgring. Hier testet Hyundai regelmäßig seine Fahrzeuge und auch auf so einer Rennstrecke hält dieser kleine Kraftprotz richtig mit. Ich durfte ihn heute schon ein paar Mal testen, hat richtig viel Bock gemacht und jetzt darf ich ihn euch auch noch mal ein bisschen näher vorstellen. Los geht's! Gut, bevor wir jetzt mal eine Runde mit ihm drehen, was mir hier im Cockpit ganz besonders auffällt und woran man natürlich erkennt, dass man in einem i20N Performance drin sitzt, das sind diese ganzen blauen Elemente hier überall in dem typischen Performance Blue. Zum Beispiel hier am Sportlenkrad habt ihr überall diese wunderschönen kleinen Ziernähte, auch hier die Schaltfunktion in Blau an der Seite. Also es findet sich wirklich überall, an meinem Schaltknüppel ebenso, auch in Leder verkleidet und überall diese wunderschönen Nähte durchgezogen. Manuelle Handbremse, finde ich auch ganz geil, ist natürlich zum Driften ganz cool. Und natürlich auch die richtig schönen Sportschalensitze, in denen man wirklich super guten Halt hat, gut drin sitzt, aber auch sehr komfortabel, muss ich sagen. Also er ist wirklich bestens ausgestattet und sieht wirklich ultra stylisch aus. Wunder, 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 wunderschön. So, ich würde sagen, wir starten ihn jetzt mal. Okay, aber wir hauen ihn natürlich erstmal in den Sportmodus. Das kann ich hier natürlich anpassen. Vorne in meinem komplett digitalen Display. Eco, Normal und Sport. Das sind ja so die Standard-Auswahl-Modi, die wir haben. Wir machen natürlich einen Sport. Und ich würde sagen, wir fahren doch jetzt einfach mal los. Der i30N konnte bereits seine Rennstreckentauglichkeit unter Beweis stellen. Und nun erbt der kleine Bruder, der i20N, diese Gene. Kurz gefasst, er bringt geballte Power für die Straße. Sportlich, kompakt und extrem wendig. Er schießt daher mit 204 PS und 275 Newtonmeter Drehmoment und begeistert durch sein dynamisches Fahrverhalten. In 6,2 Sekunden geht's von 0 auf 100 und so reiht er sich mühelos unter die leistungsstärksten Kleinwegen ein. In der aufpreispflichtigen Performance-Variante stehen mehrere Farben zur Auswahl. Darunter auch das bekannte Hyundai N Blau, Performance Blue. Und serienmäßig ist eine Differentialsperre auf der Vorderachse eingebaut, die beim Beschleunigen aus der Kurve noch mehr mechanischen Grip bietet. Die großen Lufteinlässe in der Front bieten dem Ladeluftkühler viel Fahrtwind für eine bessere Verbrennung im Motor und somit mehr Leistung. Am Heck findet sich unten ein Diffusor, der nicht nur sportlich aussieht, sondern auch zur Aerodynamik beiträgt. Ausgestattet ist unsere Variante mit 18 Zoll Felgen mit Performance-Reifen, damit man auf der Straße die höchstmögliche Traktion besitzt. Von vorne betrachtet wirkt er direkt bulliger als ein normaler i20 mit Rennflaggendesign auf dem Kühlergrill. Durch seine Frontlippe und die Seitenschweller kommt sein sportliches Design noch mehr zur Geltung. Das Heckspoiler-Design ist an die Fahrzeuge des Rallye-Motorsports angelehnt, sorgt für Abtrieb und hält das Auto somit auch bei höheren Geschwindigkeiten stabil auf der Straße. Je nach Wunsch kann man sich über die Instrumentenanzeige Öltemperatur, Ladedruck oder Drehmoment anzeigen lassen. Ebenfalls besitzt die Tachoanzeige LEDs, die den Grenzbereich des Motors anzeigen. Zudem hat er ein 10,25 Zoll Touch-Display für Navigation, Infotainment und Performance-Driving-Data. Der i20N überzeugt durch jede Menge spannender Technik an Bord. Darunter variable Ventilöffnungen und automatisches Zwischengas beim Runterschalten, um Leistungsverlust zu vermindern und dem Fahrer ein großes Grinsen bei jedem Gangwechsel ins Gesicht zu zaubern. Boah. In der Vorderachse gibt es eine Differentialsperre, hinten haben wir eine Abgasanlage, die in der Lautstärke anpassbar ist und Launch Control ist ebenfalls mit an Bord, die für eine maximale Leistung beim Sprint von 0 auf 100 sorgt.
Also dieses Auto wirklich ist eigentlich, es ist eigentlich was für jedermann. Auch für mich, und ich fahre normalerweise gar nicht immer so schnell, aber ich möchte ihn schnell fahren, der macht einfach nur Spaß. Ist natürlich auch richtig alltagstauglich, so schön kompakt, perfekt in der Stadt sowieso, aber ihr könnt mit ihm nichts falsch machen. Und wie gesagt, der geht halt vorwärts, der hat Power und der Fun-Faktor ist einfach ganz, 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 ganz weit oben mit dem. Fahrt ihn doch mal Probe, bucht eure Probefahrt auf ivankamp.de. Ich habe so das Gefühl, spucke ich gerade. Meine Lippen sind ganz trocken. Ich bin total aufgeregt. Ach, er hat auf jeden Fall viel mit mir gemacht heute. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß. Macht das unbedingt. Ich kann mit Ivan kann. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann. Wir gehen jetzt nochmal eine Runde düsen. Tschüssi.